In den nächsten Minuten zeige ich dir, wie du solche coolen Page-Transitions in deinem Nux-Projekt einfach benutzen kannst, ohne hier irgendwelche Probleme zu erzeugen oder die Ladezeiten deiner Seite zu riskieren. Wir werden also uns Animationen angucken, wie man sie einsetzt und wie man euer Projekt am besten strukturiert, dass man auch in zukünftigen großen Seiten oder großen Projekten mit Animationen den Nutzer beeindrucken kann. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es mal wieder um Nuxt und wie ihr gerade gesehen habt, werden wir richtig coole Page-Transitions bauen. Das Ganze ist richtig nice. Man kann das wunderbar auf jeder Seite ohne große Probleme einbauen und es macht so einen gewissen Wow-Effekt immer, wenn man so eine Seite besucht. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Ihr braucht hier keine wirklichen Vorkenntnisse. Auch für Nuxt braucht ihr keine wirklichen Vorkenntnisse. Ich werde hier alles erklären. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz unter Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, fangen wir jetzt an. Viel Spaß, auf geht's. So, und los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial. Wie immer starten wir damit, erstmal meine Entwicklungsumgebung zu verstehen. Hier in der Seite sehen wir Chrome, einfach einen Internetbrowser, auf dem ich Localhost 3000 geöffnet habe. Und hier in der Seite sehen wir Visual Studio Code mit Nuxt. Also das ist einfach eine Nuxt 3 Installation, ziemlich plain. Ich habe hier ein bisschen was konfiguriert, wo ich einfach schon CSS-Dateien lade, aber das ist für dieses Tutorial eher unwichtig. Das, was für uns entscheidend ist, dass hier eine CSS-Datei geladen wird. Also ich lade hier meine scss main.sass, die liegt in diesem Ordner. Hier drin steht auch nicht sonderlich viel, nur dass ich hier ein bisschen Standard-Syntax definiere, also zum Beispiel eine Schriftfarbe, eine Hintergrundfarbe und so weiter. Also nichts wirklich Relevantes. Diese ganzen Dateien hier sind leer. Das ist mein Standard-Nuxt-Setup. In der App.view haben wir einfach nur ein Template mit einer Seite und in Pages haben wir unsere Index-View, wo wir einfach ein Template haben mit ein bisschen Text drin, aber sonst machen wir hier eigentlich nichts. Und alles, was relevant ist für unsere Page-Transitions, werden wir jetzt Step-by-Step aufbauen. Also los geht's. Und zwar erzeugen wir uns hier als erstes mal einen neuen Ordner. Diesen Ordner nennen wir Components und in unserem Components-Ordner erzeugen wir uns eine neue Komponente und diese Komponente heißt Header.view. Das hier in der Seite können wir jetzt erstmal zumachen, das brauchen wir nicht mehr und was wir hier drin jetzt brauchen, ist einmal ein Template und in unserem Template, wie gerade angesprochen, wollen wir natürlich einen Header definieren und in unserem Header wollen wir ein Navigationselement definieren und hier drin erzeuge ich mir jetzt drei Nuxt-Links, einfach Nuxt-Link und dann zu unserer Startseite, zu unserer Bautseite und zu unserer Kontaktseite. Außerdem wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen stylen. Dafür erzeuge ich mir unten Style-Block und in unserem Style-Block verweise ich natürlich auf SCSS und sage jetzt als erstes, okay, wir würden doch gerne mal unseren Header stylen und als erstes positionieren wir den mal oben am Bildschirmrand. Das machen wir mit Position Fixed, Top Left Right 0, sodass er schön hier oben angehängt wird. Außerdem möchte ich gerne ein Padding innerhalb unseres Headers und nicht nur ein Padding, sondern auch eine Hintergrundfarbe und eine Border Bottom füge ich mir hier ein und natürlich, dass der über allem drüber liegt. Wenn ich das so habe, kann ich das erstmal abspeichern, gehe jetzt in unsere App.view und sage hier einfach, okay, zeig mir doch bitte mal unseren Header an. Zack, hier oben ist schon unser Header, mehr müssen wir hier gar nicht machen, aber der sieht hier noch nicht korrekt aus, weil wir haben ja auch noch unsere Navigationselemente, die können wir hier ebenfalls ansprechen. Ich sage als erstes unser Navigationselement innerhalb unseres Headers und der Content soll doch bitte einfach mal mit Display Flex als Row zentriert werden. In dem Moment steht unser Inhalt, wenn ich das abspeichere, schön in der Mitte, aber wir wollen da noch ein bisschen Platz zwischen haben, das machen wir mit Gap und damit sind unsere Elemente getrennt voneinander. Ein Nuxt-Link generiert mir einfach nur einen Link, den können wir hier natürlich stylen. Als erstes sagen wir mal Text Decoration None und als Farbe einfach Schwarz machen wir als Speichern und dann haben wir oben schon mal ein besseres Menü und wir sprechen jetzt noch die Aktivklasse an, die Nuxt für uns setzt, nämlich Router Link Active und setzen hier eine andere Farbe, speichern wir ab und immer wenn wir jetzt hier oben navigieren und natürlich die Seiten erstellt werden würden, dann könnten wir jetzt wunderbar damit arbeiten, aber diese Seiten müssen wir jetzt erstmal erzeugen. So, wie gerade angesprochen, wollen wir jetzt natürlich unsere Pages noch ein bisschen besser stylen und hierfür habe ich in unserer App.view erzeuge ich mir jetzt eine neue Divbox. Diese Divbox nennen wir Wrapper, da schieben wir jetzt unsere beiden Elemente rein. Die macht jetzt erstmal nicht viel, aber das müssen wir jetzt auch stylen. Hier drin sagen wir nämlich jetzt, okay, ich würde gerne unseren Wrapper stylen. Dafür verweise ich auf unsere CSS-Klasse, das geht wunderbar. Und hier drin sage ich einfach, okay, einfach eine Mindesthöhe, dass 100% unserer Seite gerappt wird und wir können jetzt hier reingehen und eine zweite CSS-Klasse ansprechen, nämlich unsere Page-Klasse und diese Page-Klasse ist ebenfalls, bekommt es von uns eine Höhe. Wir zentrieren auch hier unseren Content. Das mache ich mit Justify Content und natürlich Display Flex. Außerdem möchte ich hier gerne ein bisschen Padding
hinzufügen und auch noch ein bisschen Border Radius, dass wir abgerundete Ecken bekommen, damit wir dann überhaupt was sehen. Auch noch eine Hintergrundfarbe und am Ende sage ich auch noch ein bisschen Margin. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, passiert jetzt aber nicht wirklich irgendetwas, weil wir unsere Page ja auch gar nicht haben. Um das zu tun, können wir jetzt einfach in Pages, in unsere Index gehen und hier sagen wir jetzt, okay, in unserer Index erzeuge ich mir ein bisschen mehr Inhalt und zwar sagen wir hier oben jetzt, okay, wir haben unsere Page und in unserer Page haben wir zum Beispiel Text, in meinem Fall eine Startseite und dann haben wir das hier wunderbar erzeugt. Was wir jetzt machen können, wir können das Ganze hier uns einmal kopieren und hier einfügen. Zack, wir nennen das Ganze jetzt aber anders und sagen About und das müssen wir jetzt noch einmal mit ein bisschen besseren Inhalt versehen. Und zwar sagen wir natürlich hier, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, eine Profilseite, speichern wir ab und dann erzeugen wir uns das auch noch einmal, Copy und dann nochmal Paste. Und hier sagen wir jetzt Kontakt und unsere Kontaktseite bekommt von mir jetzt ebenfalls noch Inhalt und das wird einfach so ein Check sein, mit Kontakt. In dem Moment kann ich hier jetzt, wenn ich aktualisiere, wunderbar durch unser Menü navigieren und wir sehen, wir haben jetzt drei Seiten, also eine perfekte Ausgangslage, um mit unserer Animation zu starten. So, um jetzt unsere Page-Transition zu erstellen, müssen wir hier einfach nur ein neues Objekt einfügen, nämlich App. Und innerhalb von App können wir jetzt sagen, okay, wir würden gerne Page-Transitions definieren. In meinem Fall sage ich jetzt hier einfach zwei Attribute, nämlich einmal Name. Wir nennen das Ganze jetzt einfach Page. Das ist quasi einfach der wirkliche Name unserer Animation, die wir benutzen wollen. Und wir können einen Mode vergeben. Das hier ist der Default-Mode. Den nehmen wir jetzt einfach. Da gibt es noch ein paar Abwandlungen. Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die alle durchlesen. Ist aber nicht ganz so entscheidend. Also das meistens nutzt man eh auch. In. Mehr muss man da gar nicht beachten. Und jetzt müssen wir unsere Animation erstellen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir in unserem, also dass wir in unserer Nux-Config auf eine CSS verweisen, die überall verfügbar ist. Und die wählen wir jetzt einfach mal aus. Da gehen wir jetzt rein. Zack. Und jetzt können wir sagen, okay, wie ist denn so eine Animation eigentlich aufgebaut? Grundsätzlich, viele von euch nutzen ja Vue und die werden keine großen Probleme haben. Weil das Erste, was wir hier definieren, ist, okay, wir haben unsere Page Enter und Page Leave Active Geschichte. Also wann ist unsere Animation aktiv? Und wenn unsere Animation aktiv ist, dann nehmen wir einfach unser CSS-Attribut Transition, beziehen das auf alle Properties und die Dauer von 0,5 Sekunden. Das finde ich performt so am besten für so eine richtig smooth Animation, für so mehr, in Klammern, snappy, würde ich eher 0,25 nehmen, ist Geschmackssache. Persönlich nehme ich jetzt einfach mal 5 Sekunden. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Das nächste, was wir machen, ist, wir müssen die Ausgangsposition unserer Seite definieren, die rein animiert wird. Das ist unsere Page-Enter-Form. Und das ganz wichtig, hier vorne, Page, das ist quasi der Name, den wir definiert haben. Was wir jetzt sagen, okay, unsere Page-Enter-Form kriegt Null Opacity und wir benutzen Transform. Aber warum benutze ich Transform und Opacity und nicht die Hintergrundfarbe? Das möchte ich euch jetzt erstmal kurz als kleinen Einspieler erklären, weil das ist extrem wichtig. So, bevor wir uns jetzt mit den Animationen wirklich auseinandersetzen, sollten wir unbedingt verstehen, was CLS ist und wie es uns beeinflusst. Was genau Layout Shifts sind, wird in diesem Artikel erklärt. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da seht ihr, was hier alles passiert und wie sich das verändert und wie ihr hier springen könnt. Das hier ist nämlich ein Layout Shift. Das sollte man vermeiden. Aber wieso betrifft uns das, wenn wir Animations machen wollen? Weit unten auf dieser Seite findet ihr diese Sektion Animations und Transitions. Und auch Animations oder Transitions von Seiten erzeugen ein Layout Shift, eine Veränderung der dargestellten Elemente. Und Google sagt hier, dass quasi alles verboten ist, außer Transform. Also wenn ihr Transform benutzt, erzeugt ihr keinen Layout Shift. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ihr könnt auch sowas wie Scale benutzen, sowas wie Translate, sowas wie Rotate. Das könnt ihr alles verwenden. Das wird kein Layout Shift verursachen. Allerdings sowas wie Top, Right, Bottom, Left oder auch Weite, Höhe oder Padding, Margin. All diese Attribute verursachen einen Layout Shift. Und deswegen sollte man das tunlichst vermeiden, sowas einzusetzen. Und deswegen werden wir in diesem Video auch nur unsere Page Transitions mit Transform und Opacity bearbeiten, sodass wir hier keine Probleme haben. Wenn ihr aber mehr dazu lesen wollt, auf dieser Seite wird alles penibelst erklärt. Und ja, jetzt legen wir mal los, wie wir das Ganze wirklich einsetzen. Nachdem wir jetzt verstanden haben, warum wir Transform benutzen, kann ich jetzt mich natürlich austoben und zum Beispiel sagen, wir nehmen Translate Y 100% und Scale 0,9. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und ich hier animiere, dann sehen wir, unsere Animation ist schon mal da, aber irgendwie noch ein bisschen komisch. Irgendwie springt die so. Und das liegt daran, dass wir noch keinen Animationspunkt definiert haben für unsere Seite, die rausanimiert wird. Und das kopieren wir uns einfach. Das Einzige, was wir anders machen, wir sagen, die soll nach oben hin aus dem Bildschirm gehen. Und in dem Moment, wenn wir das jetzt abgespeichert haben, kriegen wir so eine richtig schöne Page-Transition. Und wie gesagt, mit der Geschwindigkeit können wir uns hier ein bisschen austoben. Und damit kann man so ein bisschen überlegen, was einem gefällt. Wie gesagt, ist Geschmackssache und auch wie ihr das animiert, ist Geschmackssache. Hier kann man sich jetzt richtig austoben. Aber es gibt noch etwas, was ich euch unbedingt zeigen möchte.
Zoom, nämlich was ich euch am Ende zeigen möchte. Es kommt hier relativ häufig vor, dass man zum Beispiel bestimmte Seiten hat, die vielleicht ein bisschen anders aussehen und die wie eure Landingpage oder so oder irgendwelche Micropages, die besonders animiert werden müssen. Und das könnt ihr ziemlich einfach umsetzen. Wir nehmen jetzt mal hier unsere About-Seite und hier sage ich jetzt, okay, wir definieren unseren Script-Block und in unserem Script-Block sprechen wir jetzt eine View-Funktion an, beziehungsweise eine Next-Funktion, und zwar die Funktion DefinePageMeta. Und hier drin können wir jetzt unsere Page-Animation erstellen. Das heißt, wir können jetzt sagen PageTransition Name Fade. Also das ist ein anderer Name als den, den wir gerade definiert haben. Und wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier irgendwo hingehe, dann sehen wir, unsere Animation, die wir per Default in unserer Config definiert haben, ist immer noch da, weil hier diese Animation nicht existiert. Aber das können wir relativ einfach ändern, indem wir hier wieder in unsere Style-CSS gehen, in unsere Main-CSS gehen. Und hier zum Beispiel sagen, wir erzeugen uns hier eine zweite Animation mit dem Namen Fade und die hat vielleicht nur einen Scale-Effekt und keinen Translate-Y-Effekt, sondern nur Opacity 0 und Scale 0, von dem wir ausgehend animieren. In dem Moment, wenn ich jetzt auf Profil gehe und von Profil irgendwo anders hingehe, dann sehe ich jetzt, dass unser Profil sich anders animiert. Also wir haben jetzt quasi unser Profil mit einer Custom-Animation versehen, die genau hierfür zutrifft. Also ihr könnt für jede Seite eigene Animationen hinterlegen oder ihr könnt auch, das ist genauso funktionell, ihr könnt für jedes Layout in Next eigene Animationen hinterlegen. Also auch das funktioniert und damit kann man sehr coole Sachen umsetzen mit relativ wenig Arbeit, wie ihr gesehen habt. Also schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr damit vorhabt. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unter der Videobeschreibung jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate- und Partnerseiten, wo ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.